Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 16. Sitzung des Kreistags in der Wahlperiode 2016 bis 2021. Ich darf Sie alle ganz herzlich willkommen heißen. Ganz besonders willkommen heiße ich den Kreisausschuss mit Landrat Thomas Will und ersten Kreisbeigeordneten Walter Astheim an der Spitze, die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, die Damen und Herren der Presse, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, die uns unterstützend auch zur Seite stehen, und natürlich Sie, liebe Kreistagsabgeordnete. Ich darf feststellen, dass der Kreistag beschlussfähig versammelt ist, unschwer festzustellen, und dass ordnungsgemäß zu dieser Sitzung eingeladen worden ist. Nun gibt es noch einige Dinge zu bekannt zu geben. Und zwar, Frau Brigitte Raab, SPD-Fraktion, darf ich ganz herzlich begrüßen zu ihrer ersten Kreistagssitzung. Sie ist aus Bischofsheim und für Frau Ulrike Steinbach nachgerückt. Außerdem darf ich offiziell bekannt geben, dass es in der SPD eine SPD-Fraktion eine Änderung gegeben hat. Frau Kerstin Geis ist ab 12. November diesen Jahres neue Fraktionsvorsitzende. Herzlichen Glückwunsch auch zu diesem neuen Amt, zu dieser neuen Funktion. Nun gibt es zwei Geburtstagskinder, denen ich ganz herzlich gratulieren darf. Und zwar zunächst einmal dem Kreistagsmitglied Anja Christen zum runden Geburtstag, den sie hatte. Am 16. Oktober diesen Jahres. Herzlichen Glückwunsch zum runden Geburtstag. Und dafür gibt es auch einen Blumenstrauß. Ich würde vorschlagen, dass wir das irgendwie vereinfachen vom Verfahren her. Er steht neben der Bühne und sollte nach der Sitzung mitgenommen werden. Bitte nicht vergessen. Ja, ist okay. Kann natürlich auch überreichen. Na, wir machen es jetzt so. Zweitens darf ich ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren unserem Kreistagsmitglied Werner Schmidt, der es sich nicht hat nehmen lassen, heute an seinem Geburtstag in die Kreistagssitzung zu kommen. Das wird in seiner persönlichen Vita einen besonderen Platz einnehmen, dann, wenn er einmal seine Memoiren schreibt. Er hat keinen runden Geburtstag, aber bei uns ist guter Brauch, dass Kreistagsabgeordnete, die an ihrem Geburtstag in der Kreistagssitzung sind, auch einen Blumenstrauß erhalten. Insoweit ist auch ein Blumenstrauß vorbereitet. Und ich bitte auch ihn, den Blumenstrauß dann im Anschluss an die Sitzung mitzunehmen. Ich gebe die Frage weiter. Es kam der Zwischenruf oder die Zwischenfrage. Lieber Werner, ob du auch einen ausgeben würdest. Ja. Also, große Bereitschaft konnte ich jetzt von hier aus nicht erkennen. So, dann stelle ich fest, die fehlenden Abgeordneten. Es fehlt bei der CDU-Fraktion die Kreistagsabgeordnete Sabine Feschke-Scholz, der Kreistagsabgeordnete Patrick Burkhardt, Andreas Rotzinger. Ich habe noch mehr dazu geschrieben. Ja, das fehlt bei Bündnis 90 Die Grünen, der Kreistagsabgeordnete Matthias Roth und dann Talja Gottschalk. Es fehlt bei der Fraktion Die Linke offene Liste, der Kreistagsabgeordnete Christian Greb. Und bei der AfD-Fraktion Herr Frank Zölsch. Und bei der Fraktion Freie Wähler Bürgerliste Herr Ayan Isigli. Außerdem ist mir angekündigt worden, dass Kreistagsabgeordnete um 16 Uhr bzw. um 16.20 Uhr die Sitzung verlassen. Das werden wir dann sehen, ob wir dann auch mit der Tagesordnung beschäftigt sind. Wir strengen uns heute an, dass wir das vielleicht vorher schaffen. Ich habe es jetzt gesagt. Ja. Ich habe es geschrien. So, ausgelegte Unterlagen, Kolleginnen und Kollegen. Es liegt auf dem Tisch die Vorlage zur Haushaltseinbringung, der Wirtschaftsplan der Riedwerke, der Landkreistag kompakt, die Broschüre Wirtschaft und Energie, eine Sonderausgabe November 2018 und für Kreistagsabgeordnete mit Papierversand, der Beteiligungsbericht 2017 und vom TGZ, der Jahresabschluss 2017. Damit kommen wir zur Tagesordnung. Der Ältestenrat empfiehlt dem Kreistag eine verbundene Debatte der Tagesordnungspunkte 2, 3 und 4. Das sind alles Tagesordnungspunkte, die sich im weitesten Sinn mit Brandschutz und Katastrophenschutz befassen. Das sind die Drucksachen 18, 271, 272 und 273, also verbundene Debatte. Darüber hinaus gibt es heute keine Empfehlung, die Tagesordnung zu splitten in zwei Teile mit und ohne Beratung, weil die Tagesordnung nicht so umfänglich ist, dass man das tun könnte oder sollte. Ich rufe dann jeden Tagesordnungspunkt auf und es ist dann Ihnen überlassen, ob Sie
das Wort ergreifen möchten. Die Tatsache, dass ich aufrufe, bedeutet nicht automatisch, dass man unbedingt das Wort ergreifen muss, sagen darf. Aktuelle Stunde haben wir heute keine und zum Tagesordnungspunkt 091, Antrag Freie Wähler Bürgerliste zum Thema Ultranet, gibt es mittlerweile einen geänderten und einen gemeinsamen Antrag von SPD, Bündnis 90, die Grünen und der Linken offenen Liste. Dieser Antrag ist Ihnen ausgeteilt worden und steht heute dann zur Debatte und zur Abstimmung. Damit lasse ich gerne über die Tagesordnung abstimmen. Wer der Tagesordnung so zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Gibt es nicht. Damit ist die Tagesordnung einstimmig so beschlossen. Noch etwas zum Thema Kantine. Die Kantine ist bis 16 Uhr geöffnet. Und last but not least wird die Sitzung wie in den vorangegangenen Malen auch wieder aufgezeichnet. Also das alte Verfahren, wenn jemand möchte, dass er oder sie nicht aufgezeichnet wird, bitte Hand geben, wenn er oder sie ans Rednerpult geht, dass man die Kamera dann stoppen könne. Jetzt hoffe ich, nichts vergessen zu haben. Nee, ist alles komplett. Dann treten wir ein in die Tagesordnung. Wir kommen zum Bericht des Kreisausschusses. Und zwar rufe ich zunächst einmal auf den Tagesordnungspunkt 0.1, Aufnahme eines Pauschaldarlehens. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich feststellen, dass der Kreistag hiervon Kenntnis genommen hat. Dann rufe ich auf den Punkt 0.2, Aufnahme eines Kommunaldarlehens. Hierzu Wortmeldungen? Ebenfalls nicht. Ich stelle fest, wir haben das Kreistag Kenntnis genommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 18.268, Einbringung der Haushaltssatzung 2019. Ich darf dem Sprecher des Kreisausschusses, Herrn Landrat Thomas Wiel, das Wort geben. Ja, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, vielen Dank. Die Haushaltsrede musste in den letzten Tagen dann doch im wesentlichen Punkt nochmal umgeschrieben werden. Ich denke, das können Sie sich denken. Ich habe mir danach überlegt, was hätte es denn eigentlich gesagt, wenn die Ereignisse rund um das Krankenhaus nicht eingetreten wären. Aber dazu komme ich dann später. Ja, weil die haben ja das ganze letzte Jahr bestimmt und werden auch das kommende Jahr bestimmen, werden nur im Moment von der aktuellen Diskussion vollkommen zu Recht überlagert. Ich will nochmal daran erinnern, auch in der Gesamtrunde des Kreistages, aber das dürfte den Kolleginnen und Kollegen ja bekannt sein, 3 Millionen Euro waren es und sind es, die der Kreistag hier als Verlustausgleich für die Kreisklinik vor anderthalb Jahren festgezurrt hat. 3 Millionen Euro, eine Grenze, die, das haben Sie mittlerweile alle vernommen und wir haben in verschiedensten Gremien auch schon bereits darüber diskutieren können, wenn auch nicht in allen notwendigen, im Jahre 2018 bei weitem nicht eingehalten wird. Es macht wenig Sinn, um diese Tatsache heute bei der Haushaltseinbringung 2019 herumzureden oder so zu tun, als hätte es dieses Ereignis nicht gegeben und als würden diese Zahlen nicht im Raum stehen. Und deswegen habe ich dieses Thema auch ganz zu Beginn der Haushaltsrede gleich in den Mittelpunkt und in den Fokus. Ja, es ist richtig, der Kreistag hat, ich habe es gesagt, im Mai 2017 großer Mehrheit für den Erhalt dieser Klinik gestimmt. Und ja, wir haben das vom Klinikchef vorgelegte Fortführungskonzept verabschiedet. Und ja, der festgelegte Finanzrahmen damals ist bei weitem nicht auskömmlich. Der mühevolle und lange Weg, der in diesem Jahr begonnen worden ist, wird schwieriger, wird schwerer als prognostiziert, wird schwerer als erhofft. Und er wird vor allen Dingen eins, und das haben wir im Jahr 2018 jetzt gemerkt, er wird teurer. Das aktuelle Defizit beträgt, nach diesen Zahlen, ging durch die Medien und ging durch die Gazetten und auch durch die Fraktionen 9,5 Millionen Euro. Der Aufsichtsrat hat jetzt in der jüngsten Sitzung
den Wirtschaftsplan 2019 und den überarbeiteten Finanzplan 18 bis 22 gebilligt. Und nehmen Sie mal ab, im Aufsichtsrat ist es in seiner Sitzung äußerst schwer gefallen und er hat in dieser Runde, und das darf ich glaube ich auch öffentlich sagen, mit Kritik und mit kritischen Anmerkungen überhaupt nicht gespart. Das ist die eine Sache. Die andere Seite ist, dass ich mich selbst, auch daraus habe ich keinen Hehl gemacht, sehr geärgert habe. Das kam in der Pressekonferenz letzte Woche auch klar zum Ausdruck. Nach Ende Oktober war unser und mein Informationsstand der gewesen, und ich habe es auch anhand des Kalenders, denke ich, glaubwürdig nachvollzogen, dass das Defizit bei 5,7 maximal 6 Millionen Euro liegt und liegen wird im Jahr 2018. Erst dann in der darauffolgenden Woche gab es erst informell und dann formal die entsprechenden Signale, dass sich die Finanzlage dramatisch verschlechtern wird. Und ich sage hier auch, Teile der Begründung, die es dafür gegeben hat, teile ich nicht. Es war zu spät, das dann im Nachtragsetat abzufangen oder im Nachtragsetat auch für den Kreis nochmal aufzustellen. Aber sozusagen als Sofortmaßnahme haben wir hier im Haus sofort reagiert und nach Möglichkeiten gesucht und die auch gefunden, wie wir zumindest technisch, da rede ich nicht über die politische Dimension, noch nicht über die Zukunft, sondern ich rede über den Status quo, wie wir es schaffen, aus den Mitteln des Kreises heraus, immer vorausgesetzt die Zustimmung erfolgt, weitere Mittel für die Abdeckung des Defizits aufzubauen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage es nochmal, ich war geschockt darüber, dass der Kreis als Träger nicht früher in die Entscheidungen bzw. in die Entwicklungen eingebunden war und damit auch Reaktionsmöglichkeiten uns genommen waren. Die Frage natürlich, wie konnte es kommen, dass seit Sommer 2018 diese Kosten derart aus dem Ruder liefen? Hätten die Aufsichtsgremien nicht früher schon die Weichen anders stellen müssen oder woher rührt das Defizit? Und natürlich geht man dann in den Tagen danach, da nehmen Sie mal ab, da hat der Tag keine 8, 10, 12 oder 16 Stunden, sondern weitaus mehr. Was waren denn die wesentlichen Maßnahmen dafür gewesen? Das sind ja die wesentlichen Gründe dafür gewesen. Das gilt vor allen Dingen dann auch, daran in den nächsten Monaten konzentriert zu arbeiten. Klar ist uns im Nachhinein aufgezeigt worden, dass es gerade die Maßnahmen rund um die Finanzierung des medizinischen Versorgungszentrums waren, die diese Kosten so stark hätten in die, oder haben so stark in die Höhe schnellen lassen, zumindest im Teilbereich davon. Aber da frage ich mich auch an der Stelle, wenn es die Notwendigkeit gab, beim medizinischen Versorgungszentrum dann nochmal einen Grad zuzulegen oder nochmal die Geschwindigkeit zu erhöhen, dann wäre es notwendig gewesen, dies vorher im Aufsichtsrat zu diskutieren und zu thematisieren und zu beschließen, nachher im Kreisausschuss und im Kreistag einzubringen und damit die notwendige Beschlussfassung zu schaffen. Ich bin mir sicher, dass es dann im ersten Jahr dafür auch in diesem Hause eine entsprechende Mehrheit geben hätte. Aber das medizinische Versorgungszentrum mit rund 850.000 Euro ist nur einer der Gründe. Die aufwendigen Sanierungen der Stationen der Viszeralchirurgie, die Umbauten der Notaufnahme, aber auch Provisionen, die zu zahlen waren für neue Mitarbeiter und die im Nachhinein als sogenannte Investitionen für die Zukunft zusammengestellt worden sind und die im Wirtschaftsplan
2018 nicht enthalten waren, aber jetzt im Nachtragswirtschaftsplan, mögen zwar aus heutiger Sicht zwingend notwendig gewesen sein, aber sie waren bei der Aufstellung des Haushaltsplanes, des Wirtschaftsplanes 2018 nicht absehbar. Und von daher hätten die Gremien darüber informiert werden müssen. Das Gleiche gilt für den Anstieg der Personalkosten bei der Wiederbesetzung freier, aber notwendiger Stellen oder aber auch bei der Vorabbesetzung des Personals im MVZ. Hier war sicher die Besetzung erforderlich, um die Eröffnung jetzt zum 1. Januar 2019 zu gewährleisten und damit dann auch die Folgebesetzungen in Giebesheim, in Groß-Gerau-Wallerstetten und in Büttelborn. Aber auch darüber hätten die Kreisgremien sehr viel früher in Kenntnis gesetzt werden müssen. Sicher ist es auf der anderen Seite auch so, dass die Bewertungsrelationen bei uns in der Klinik gesunken sind. Wenn Sie fragen, was bedeutet das, wenn auf der anderen Seite wir zwar mehr Patienten haben und die Patientenzahl, die für das Jahr 2018 prognostiziert ist, liegt um 1000 über der des Jahres 2017. Übrigens, ich habe das jetzt mal mir angesehen, 88% oder 86% derer kommen aus dem Kreis Groß-Gerau, also aus dem Kreisgebiet. Wir haben die Zahlen auch mal aufschlüsseln lassen auf die einzelne Stadt oder auf die einzelne Gemeinde. Das könnte durchaus auch in der Detailberatung nachher von Interesse sein. Das zeigt, dass unsere Klinik hier angenommen wird. Es zeigt aber auch, dass die schwierigen, aufwendigen, komplizierten medizinischen Behandlungen zurückgegangen sind, weil dafür im laufenden Jahr noch die Ärzteschaft gefehlt hat, die jetzt da ist, mit Blick auf das kommende Jahr. Aber das spiegelt sich aufgrund der niedrigeren Bewertungsrelationen im Ergebnishaushalt voll wider. Und ich sage auch hier ganz offen, wie ich es am Freitagabend auch auf Einladung der CDU bei Ihnen in der Fraktionssitzung gesagt habe, der Verlust fällt nicht nur Ihnen, sondern auch mir viel zu hoch aus. Und so darf und so kann es auch vor dem Hintergrund der sonstigen Belastungen, die der Kreis im sozialen, im Bildungs- und im schulischen Bereich zu schultern hat, nicht weitergehen. Und die Kreisverwaltung hat mit Joachim Hammann, den früheren Finanzchef des Kreises, in das Finanzmanagement der Klinik berufen. Also früher saß der Joachim dann hier und hat den Haushalt wieder eingebracht. Erfolgsmodell. Jetzt sitzt er hier hinten auf dem Besucherstuhl in der letzten Reihe. Ein bisschen verschämt, obwohl er damit gar nichts erstmal zu tun hat, sondern er hat jetzt die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir den Klinikhaushalt in den kommenden Jahren auf genauso sichere Füße und eine genauso gesicherte Basis stellen wie der Kreishaushalt. Und ich bin mir sicher, wenn das eines gelingt, dann ihm. Und er muss, und das sage ich ja auch, in den nächsten Wochen und den ersten Monaten des kommenden Jahres dann auch sehr genau dem Geschäftsführer der Klinik hierbei auf die Aktivitäten sehen, die innerlich in der Klinik geplant sind, auch um solche Fehlentwicklungen in finanzieller Hinsicht zu verhindern. Und wir müssen auf sich einen Spagat hinbekommen, nämlich kostenbewusst zu agieren und gleichzeitig Investitionen in die Zukunft nicht versäumen. Und an der Senkung des Defizites und dem Ausbau der Wirtschaftlichkeit, am Optimieren von Arbeitsabläufen, wird überhaupt kein Weg vorbeiführen. Und daran arbeiten wir nicht nur in den Gremien, sondern daran arbeiten auch die Kolleginnen und Kollegen, von denen einige heute auch hier sind, in der Klinik Tag für Tag. Wir arbeiten jeden Tag an der Zukunft der Klinik, sie fit zu machen für die kommenden Jahre. Das ist die große Herausforderung. Ich sage auch, nochmal genau zu schauen, in welchen Bereichen unserer Klinik wir sehr viel stärker investieren müssen, auch im inhaltlichen Bereich, und in welchen Bereichen
der Klinik hier auch sagen müssen, das ist jetzt eben kein Bereich, der bei uns in der Zukunft im Kreis Groß-Gerau im Mittelpunkt stehen wird. Und das wird eine der größten Herausforderungen sein, die vor uns stehen. Und daran sind auch neben dem Aufsichtsrat die Kreisgremien sehr zeitnah zu beteiligen. Das haben wir der Klinikleitung jetzt nochmal sehr, sehr deutlich gemacht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Klinik zu erhalten, den Klinikstandort hier in Groß-Gerau zu erhalten, war vor anderthalb Jahren, glaube ich, immer noch die richtige Entscheidung. Die Kosten zu reduzieren ist das eine, aber damit rede ich das nicht klein. Diese Aufgabe wird eine Mammutaufgabe der nächsten Monate und der nächsten Jahre sein. Aber genauso wichtig, und das hängt auch direkt damit zusammen, ist das Vertrauen der Menschen im Kreis Groß-Gerau in die Arbeit der Kreisklinik. Nur wenn die Menschen uns vertrauen, kommen sie auch in die Krankenhäuser. Und das ist der Fall. Ich habe es schon gesagt, wir werden am Ende des Jahres 1000 Patienten mehr zählen als im vergangenen Jahr. Die Zahl des vergangenen Jahres haben wir jetzt Anfang November bereits überschritten. Und das Wort einer Geldvernichtungsmaschine will ich an der Stelle auch selber nennen, nämlich in der Richtung, dass es die Klinik meiner Auffassung nach nicht ist. Ich verstehe die Kritik. Der Doktor an dieser Klinik seit Jahren herum, aber sie gehört für mich ohne Zweifel zur Gesundheitsvorsorge des Kreises, gerade auch weil wir um die Klinik herum jetzt die dezentrale Struktur der medizinischen Versorgungszentren aufbauen, von denen wir glauben, von denen ich auch überzeugt bin, dass es in der Zeit, in der Medizin, niedergelassene Medizin, sehr stark weiblich wird und auf der anderen Seite auch sehr stark in Teilzeit geht, das richtige, die richtige Organisationsform ist, um medizinische Versorgung in der Fläche auch weiterhin gewährleisten zu können und nicht nur Medizin nach Geldbeutel möglich zu machen und Medizin sich dort niedersiedelt, wo die Privatpatientenquote am höchsten ist, sprich in den großen Städten oder dort, wo Menschen ihr Geld nicht unbedingt durch ihre tägliche Arbeit verdienen. Aber die Frage ist jetzt, wie gehen wir mit diesen hohen Verlusten um? Ich habe es eingangs gesagt, wir verfügen im Kreishaus, nachdem wir vor 14 Tagen, und da kommt dann die neue Finanzchefin Claudia Geier ins Spiel, eine Art Kassensturz gemacht haben. Wir werden in der Lage sein, etwa 3 bis 3,5 Millionen selbst abzudecken, zu den 3 Millionen im Haushaltsplan dazu, sodass wir in etwa 6,5 Millionen des Defizits der Klinik des Jahres 2018 abdecken können. Übrigens, wenn die 3,5 Millionen des Kreises mal in Relation stellt zum Gesamtbudget des Kreishaushaltes, von 350 Millionen, der sieht, dass wir von 1% des Gesamtvolumens reden. Und das zeigt auch wiederum auf, wie nah wir mit dem Haushalt 2018, mit der Prognose an der Wirklichkeit und an der Realität waren und wie sparsam auch die Kolleginnen und Kollegen, die Mitarbeiter und Mitarbeiter hier mit dem Haushalt und mit den Finanzkosten, mit den Finanzen umgehen. Die restlichen 3 Millionen bleiben dann für das Jahr 2019 vorerst mal in der Klinik, aber uns allen muss klar sein, das und diese Rechnung ist keine Option für die Zukunft. Wir müssen für die Zukunft realistische Verluste einplanen. Was das bedeutet, darüber müssen wir fraktionsübergreifend noch gemeinsam reden. Und ich bin mir sicher, dass die Summe, die eingeplant ist, im Haushalt, im Finanzplan und im Wirtschaftsplan des Jahres 2019, die jetzt auch mit Herrn Linn, aber vor allen Dingen auch mit Achim Hammann besprochen worden ist, dass die realistisch ist. Ich sage aber auch gleichzeitig, es ist kein Polster, auf dem wir uns ausruhen dürfen, sondern, und da komme ich wieder an die weiteren Aufgaben, die wir im Kreis Groß-Gerau in den nächsten Jahren und im nächsten Jahrzehnt haben werden,
Es muss unser aller Ziel sein, diese Summe ab 2020 weiter nach unten zu drücken, obgleich ich mir sicher bin, da gibt es sicher einen Dissens auch mit der Geschäftsführung, dass die schwarze Null in einem kommunalen Krankenhaus in der Region des Kreises Groß-Gerau, zumindest wenn bundespolitisch und gesundheitspolitisch keine grundlegenden Veränderungen in Rahmenbedingungen stattfinden werden, nicht zu erreichen. Liebe Herr Engelmann, ja, man erweitert seinen Horizont. Wäre schlimm, wenn wir irgendwo stehen bleiben würden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich von der Kreisklinik jetzt zum aktuellen Kreishaushalt kommen. Dem eigentlichen Thema, ich habe es gesagt, eingangs schon, er ist wieder einmal ein solide gerechnetes Zahlenwerk. Die erste Aufführung übrigens, seit dem Weggang von Joachim Hammann, er hat in den Grundzügen noch mitgewirkt, aber nachdem klar war, er wird in die Klinik wechseln, ist diese Aufgabe dann Frau Geier zugefallen. In diesem Zusammenhang wieder ein ganz herzliches Dankeschön, nicht nur an die ehemalige und die neue Leitung der Kämmerei, sondern auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vor allen Dingen, dass er auch natürlich immer wieder einen Chef oder zwei Chefs aushalten, die permanent neue Zahlen und neue Statistiken und neue Prognosen haben wollen, um abschätzen zu können, wie insgesamt hier mit der Gesamtfinanzsituation umzugehen ist und was dann, ich kann mir das gut vorstellen, so in der tagtäglichen Arbeit manchmal auch mehr behindert, als es letztendlich einem hilft, also den Kolleginnen und Kollegen dort arbeiten. Deswegen vielen Dank, dass ihr es weiter mit uns aushaltet. Ja, der Ergebnishaushalt mit Aufwendungen in Höhe von 375.888.010 € und Erträgen von 393.190.000 € hinten dran, fließt in der Tat mit dem Überschuss von 17,3 Millionen € ab. Jetzt können wir ja jubeln und sagen, wunderbar, 17,3 Millionen €, warum muss denn der Kreishaushalt einen Überschuss machen, ist alles Geld der Städte und Gemeinden, zahlt zwar wieder an die Städte und Gemeinden zurück, naja, so einfach geht es nicht. Sie alle wissen auch in den Städten und Gemeinden, wir müssen diesen Überschuss erwirtschaften, wir müssen ihn im Haushalt darstellen. Das hat was mit dem Thema Hessenkasse, mit dem Thema Liquiditätspuffer zu tun und den haben wir bei uns im Haushalt so dargestellt und ich gehe davon aus, dass unser Haushalt auch damit in der gegenwärtigen Form in der ersten Runde genehmigungsfähig ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir alle, damit meine ich nicht nur den Kreisausschuss, der diesen Haushalt ja bereits dankenswerterweise festgestellt hat, sondern trotz aller politischen Unterschiede können ein Stück weit stolz darauf sein, was im Kreis Groß-Gerau bestimmt wird. Zumindest ist das ein Signal, was man von außerhalb dieses Kreises immer wieder zu hören bekommt, nämlich gerade in dem Bereich als Schulträger oder in dem Bereich der notwendigen sozialen Leistungen. Ich sage, wir haben gleichzeitig enttäuscht über die Finanzzuweisungen, die Gemeinden und Kreise erhalten. Und damit nicht nur, damit man mir keine Einseitigkeit vorwirft, von Seiten des Landes, sondern auch von Seiten des Bundes. Ich hätte mir gewünscht, und ich wünsche mir immer noch, dass das Finanzvolumen, das wir auf der kommunalen Seite haben, weil wir direkt an den Sorgen und Nöten der Bürgerinnen und Bürger sind, und weil die Probleme zuerst bei uns aufschlagen, dass wir mit mehr Aufgaben, die wir bekommen, auch mehr Finanzmittel insgesamt zur Verfügung haben. Ein Beispiel werde ich Ihnen gleich noch nennen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn die wirtschaftliche Gesamtlage, in der wir sind, positiv ist, gibt es keinen Grund, sich darauf auszuruhen. Denn wir alle wissen, dass die Belastungen bei uns in den nächsten Jahren zunehmen werden. Wir alle wissen aber nicht, wie die Finanzmittel, die uns dafür zur Verfügung stehen, in den kommenden Jahren aussehen werden. Lassen Sie sich ein Beispiel nennen. Allein die Umlage für den Landeswohlfahrtsverband
weist seit dem Jahr 2014 ständig nach oben. Auch im Vergleich zum Vorjahr werden wir eine deutliche Steigerung haben. Wir steuern auf die 56 Millionen Euro zu. 56 Millionen Euro. Und dann könnte man sagen, ja, der LBV, der Landeswohlfahrtsverband, der muss den Gürtel enger schnallen und weniger Geld ausgeben. Naja, dann gehen wir mal zurück in unseren Kreis, in unsere Kommune und schauen, was mit dem Geld dort gemacht wird und was stellen wir fest. Es gibt mehr Menschen, die von Seite des LBVs betreut werden. Es gibt mehr Menschen, die stationären oder ambulanten Einrichtungen untergebracht sind. Wir stellen fest, dass das Personal, das dort arbeitet, besser bezahlt werden müsste, als es bezahlt wird. Deswegen gibt es auch stellenweise überhaupt keine Nachwuchskräfte in diesem Bereich mehr. Und wir sagen ja so gern, und ich sagte auch mal selbstkritisch, den Satz, ich muss 56 Millionen nach Kassel überweisen, aber diese 56 Millionen fließen ja wieder zurück. Ob nun genau auf den Euro in den Kreis Groß-Gerau, ist die eine Frage. Aber genau an die Menschen, die aus dem Kreis Groß-Gerau und der Umgebung kommen, das ist die Realität, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und so können es für jede einzelne Gemeinde runterbrechen. Wenn es in der Frage den Landeswohlfahrtsverband nicht gäbe, müssten wir diese Aufgaben als Kreis selber schultern. Wenn es die Kreise nicht gäbe und LBV nicht an dieser Stelle, jetzt nicht zu schnell sagen, wunderbar, das wäre toll, dann müssten sie genau diese Aufgabe mit ihrer Stadt oder mit ihrer Gemeinde schultern. Und ich selbst als jemand, der aus Bischofsheim kommt, hat es da immer relativ einfach, nicht inhaltlich, sondern finanziell. Ich sage mal, Bischof ist ein Zwanzigstel vom Kreis, ist so pauschal über den Kopf gerechnet, das kann jeder sich ausrechnen für seine Gemeinde. Stellen wir fest, ein Zwanzigstel von 56 Millionen sind da 2,5, 2,6, 2,7, je nachdem wie ich rechne, Millionen, die wir selber vor Ort über die Gemeindevertretung, die Stadtversammlung für diese Aufgaben zur Verfügung stellen müssten. Und dann sehen wir mal im Vergleich zu anderen Ausgaben einer Stadt oder einer Kommune, wie stark letztendlich dieser Sozialbereich bei uns in den Haushalten sich insgesamt niederschlägt. Wenn wir dann hören und wissen, und liebe Kolleginnen und Kollegen, das kennen wir auch aus den überregionalen Medien heraus, dass nämlich die Anzahl der Menschen bei uns in der Republik oder auch im Kreis Groß-Gerau steigt, die ein Handicap haben, gerade im seelischen Bereich. Und wenn wir sehen, dass die Alterspyramide aufzeigt, dass diese Menschen auch älter werden, Gott sei Dank, dank der modernen Medizin, und wenn die Finanzierungsströme so bleiben, wie sie sind, auch in Zukunft, dann werden auch in diesen Bereichen erhöhte Aufwendungen auf die kommunale Familie insgesamt zukommen. Ich will Ihnen damit keine Angst machen, ganz im Gegenteil. Ich will nur einen Blick in die Zukunft werfen und sagen, auch davor dürfen wir die Augen nicht verschließen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Umlage. Die Kreisumlage hat ein Volumen von 138,8 Millionen Euro und liegt auf dem Niveau des Jahres 2016. Die Schulumlage liegt bei 50,1 Millionen und ist damit praktisch identisch mit der des Vorjahres. Aber aufgrund des günstigen Zinsniveaus waren wir in der Lage, hier 1,8 Millionen Euro weniger insgesamt auszugeben. Ich konnte ja in der letzten Woche am Freitag auch nochmal den Bürgermeisterkollegen des Kreises mitteilen, dass die ursprünglich angedachte Erhöhung der Umlage um 0,1% im nächsten Jahr auch nicht notwendig sein wird. Die 0,24, die vorsorglich schon mal einige Gemeinden eingeplant und sich hart umschließen lassen, die gehört auch der Vergangenheit an, dass das zumindest in den örtlichen Haushalten noch ein Stück weit helfen kann, auch da zum Ausgleich im kommunalen Haushalt zu kommen. Übrigens, das Geld über die Umlage einnehmen, wandert ja nicht nur einfach so in die Taschen des ersten Kreisbeigeordneten oder des Landrates oder des Kreises insgesamt, sondern es fließt wieder in die Kommunen insgesamt zurück. Es fließt in die Kommunen zurück mit Maßnahmen im Bereich der sozialen Sicherung oder mit Maßnahmen
im Bereich der Schulbauten. Ich denke da nur an unsere umfangreichen Maßnahmen bei der Schulbausanierung. Dazu nehmen wir auch gerne die entsprechenden Mittel von Seiten des Bundes. Sie alle kennen das, KIPP macht Schule. Da fließen jetzt Mittel in die Sanierung der Grundschule Baufelden, die energetische Sanierung der Gustav-Brunner-Schule, die Sanierung des Navitraktes der Luise-Büchner-Schule, die Sanierung der Kreissporthalle Groß-Gerau, die Dachsanierung der Sporthalle in Bischofsheim und den Umbau und die Sanierung der Sporthalle hier in der Schillerschule auf Esch und vielleicht sogar dann nochmal, last but not least, in die Sanierung des Ganztagestraktes und des Navitraktes an der Flugenbergschule in Gernsheim. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich an dem Punkt aber auch nochmal auf eins hinweisen. Einfach um zu sehen, wie schwierig das mittlerweile geworden ist. KIPP macht Schule. Als die ersten Ideen davon im Frühjahr dieses Jahres bei uns eingingen, Fraktionen hier, Christlich-Demokratische Union, sehr schnell der Auffassung war, das Geld soll an die Schule A, B und C, der Landrat ihnen dann nochmal eine Woche zuvor gekommen ist, und wir gedacht haben, naja, da macht man schnell irgendwas an dieser Stelle und dann passt es auch. Was stellen wir fest, wenn die Verwaltungsvorschriften kommen? Gut gemeint, geht alles so nicht. Weil nämlich auf 7 eng bedruckten Seiten Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung von KIPP 2 steht, Erweiterungsmaßnahmen dürfen mit dem Geld nicht angegangen werden. Also wir wollten ursprünglich damit die Gustav-Brunner-Schule in Ginsheim-Gustavsburg oder in Gustavsburg damit sanieren und erweitern. Ja, sanieren dürfen wir. Sanieren im Bestand. Aber erweitern nicht. Also, zu Deutsch, Sie haben dort eine Cafeteria für 80 Kinder, die vor 25 Jahren gebaut worden ist und von der Sie sagen, naja, in Zukunft muss die 120 erweitert werden. Dürfen Sie nicht. Sie dürfen Kosten für die Erweiterung der Cafeteria und der Mensa nicht über KIPP 2 abrechnen. Sie dürfen noch nicht mal hergehen und sagen, naja, dann machen wir es halt sauber und machen 80% die Sanierung und 20% die Erweiterung, die gehen über den Kreishaushalt. Auch das ist nicht zulässig. Die Maßnahmen müssen einzeln ausgeschrieben, einzeln bewertet und einzeln abgerechnet werden. Was das in der Verwaltung bedeutet, an Aufwand im zusätzlichen Bereich, was das bedeutet an Architekturkosten, an Planungskosten, das muss ich niemand hier sagen. Deswegen wünsche ich uns an der Stelle, dass wir hier endlich zu einer Verschlankung auch der Zuweisungspraxis kommen. Dass mir jetzt hier keiner sagt, was macht der Landrat, so ganz Land kritisieren. Nein, wir sind den Bund an dieser Stelle, weil diese Vorgaben von Seiten des Bundes kommen und auch die Mitarbeiter in den Ministerien, die dann meine Mitarbeiter hier entsprechend unterstützen, die sagen, da sind uns die Hände gebunden, das ist ein Problem in der Tat in der Bundesverwaltung. Da wünsche ich mir, dass man etwas mehr auf die Praktiker vor Ort hört, bevor man irgendwelche Regeln in Erlasse oder Verordnungen oder Richtlinien entsprechend zusammentut. Trotzdem machen wir weiter. Die großen Schulen hier in Groß-Gerau, Sie kennen das, wir haben 2019 im Haushalt endlich die 2 Millionen drin, um den alten Trakt der PDS-Oberstufe abzureißen und wir werden aktuell übrigens 23 Maßnahmen umsetzen. 23 Maßnahmen an Schulen des Kreises Groß-Gerau in der Maßnahmendringlichkeitsliste, die seit dem Jahre 96 101 Projekte zählt und in der wir mittlerweile 335 Millionen Euro insgesamt bewegt haben. Anderes Thema. Neben der Bildung, das Thema Wohnen und vor allen Dingen Wohnen für Menschen mit Handicap. Von 77,6 auf 79 Millionen sind bei uns die Sozialausgaben insgesamt gestiegen. Dazu gehören natürlich die Hilfe zur Pflege, die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes und das alles belastet natürlich auch die Kosten insgesamt im Haushalt. Die Kosten der Unterkunft, ich habe es gerade angesprochen, stagnieren im Moment ein wenig, aber ich bin mir sicher, dass wir im nächsten Jahr trotz leicht zurückgehender Zahlen im SGB II, aber aufgrund der Erhöhung der Angemessenheitsgrenze
die wir im Kreis Groß-Gerau haben. Und das hat was im knappen Wohnraum insgesamt zu tun, die ab dem Jahre 2020 wieder nach oben steigen wird. Und wir werden ein Zuzugskreis bleiben und wir werden damit zu kämpfen haben, dass Menschen, die Wohnungen brauchen, die im Kreis Groß-Gerau nicht in der Menge haben, wie sie es eigentlich, wie es eigentlich sein müsste, und dass sie weiterhin auch erhöhte finanzielle Hilfen brauchen, um insgesamt über die Runden zu kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, noch einmal. Für die vielen Aufgaben, die wir haben, braucht der Kreis natürlich auch das entsprechende Personal. Und ich weiß, wie hitzig in den vergangenen Monaten darüber diskutiert worden ist. Und natürlich, klar, hört eine Zahl von 50 Mehrstellen im Kreishaushalt erstmal gigantisch an. Alle reden vom Sparen, nur der Kreis Groß-Gerau nicht. Aber, wie so oft, der zweite Blick ist, glaube ich, dafür zwingend notwendig. Von den Stellen übrigens sind 16,27 100% refinanziert. Und von den 16,27 sind es 15,27 im Ganztagsschulbereich. Also alles das, wo die Auffassung die ist, weg von den Vereinen, hin in den Pakt für den Nachmittag, in die Ganztagsschule, in welcher Form auch immer. Aufgabe, die die Kreise zu schultern haben oder die kreisfreien Städte, 15 Stellen dafür allein in diesem Bereich. Und 20 weitere im Bereich der sozialen Sicherung, übrigens 19 allein rund um das Bundesteilhabegesetz. Das Gesetz, Bundesteilhabegesetz, ist eine Umsetzung der UN-Behindertenkonvention. Das Ziel, Menschen sind verschieden, aber haben gleich viele Rechte und vor allen Dingen, sie haben das Recht auf diese Verschiedenheit. Und sie haben das gleiche Recht wie alle anderen auf Teilhabe in allen Lebensbereichen. Das ist die Grundlage dieses Gesetzes, das kommunal umzusetzen ist. Das heißt, die Leistungen und die Beratung für Menschen mit Behinderung werden komplexer, vielfältiger, damit aber auch passgenauer. Und dieses Verfahren ist anspruchsvoller und es ist aufwendiger. Aufwendiger die Art der Hilfegewährung, aber vor allen Dingen auch aufwendiger der Umfang der Leistungsansprüche. Und diese Mehrbelastung ist von Seiten der Kommunen verständlich. Der Gesetzgeber gibt jetzt viel genauere und viel differenziertere Hinweise, wie zuständige Reha-Träger, und dazu gehören soziale Beträger, die Bedarfe der Betroffenen zu ermitteln haben und wie die Hilfssicherung eingeleitet, umgesetzt und vor allen Dingen, wie engmaschig sie begleitet werden muss. Und hierfür braucht der Kreis, wie jeder andere Sozialbeträger auch, zukünftige zusätzliche Fachkräfte. Und das wird in der Zukunft, in der weiteren Umsetzung, noch stärker auf uns zukommen. Und dann gibt es ein paar Stellen in Bereichen, die uns wichtig sind, um unseren Anspruch auf bürgerfreundliche Verwaltung gerecht zu werden. Dazu gehört die Bauverwaltung. Wir sind ein Zuzugskreis und wir sind ein Kreis, in dem gebaut wird. Und es ist nicht hinnehmbar, dass durch Verzögerungen im Bereich der Bauaufsicht notwendige Baumaßnahmen nach hinten geschoben werden und nicht rechtzeitig begonnen werden können. Und deswegen brauchen wir in der Bauverwaltung auch weitere Kolleginnen und Kollegen. Das gilt übrigens auch im Bereich des Ausländeramtes, also unserer Willkommensbehörde. Und da ist es nicht so, dass allein durch den Rückgang der Asylbewerber die Fallzahlen insgesamt zurückgehen, sondern sie bleiben auf einem hohen Niveau, weil wir Zuwanderung aus der EU haben an dieser Stelle und dafür auch die Mitarbeiter und Mitarbeiter bei uns brauchen. Schließlich, last but not least, es ging im Sommer durch die Medien im Bereich der Zulassungsstelle aus Gerau und Rüsselsheim. Da befinden wir uns jetzt in der Phase der Umorganisation. In Rüsselsheim haben wir uns da sehr schnell auf den Weg gemacht. Und es ist auch nicht mehr so wie vor 20 Jahren, man lässt ein Auto zu und hat eine Kodierungsnummer und dann dauert es 15 Sekunden. Nein, wir haben verstärkt mit Regenporten zu tun und die ganzen Codenummern, die einzugeben, die auszulesen sind, sind sehr viel differenzierter und vielschichtiger geworden. Ein Arbeitsprozess in der Zulassung dauert heute sehr viel länger, als es noch vor 10 oder 15 Jahren der Fall war. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, auch an der Stelle muss von Seiten und wird von Seiten
des Kreises gearbeitet, nicht nur im Landratsamt selber, sondern auch in den Außenstellen, in den kreiseigenen Betrieben, in der Kreisvolkshochschule, in Riedbergen, im kommunalen Jobcenter. Ich komme zum Ausgangspunkt zurück, in der Kreisklinik. Überall gab es in den vergangenen Monaten Bewegung, es gab Aktivitäten insgesamt nach vorne. Lassen Sie uns in den nächsten Wochen gemeinsam diskutieren, wie wir das im nächsten Jahr hinbekommen werden für die Bürgerinnen und Bürger bei uns im Kreis Groß-Gerau. Es sind spannende Aufgaben, lassen Sie uns diese solidarisch angehen. Herzlichen Dank. So, und jetzt noch ganz wenige Minuten, 5 Minuten zu den Charts, weil der Haushalt, den wir Ihnen für das kommende Jahr vorlegen, in beiden Teilen selbstredend ist. Sie sehen es hier, wir haben einen ausgeglichenen Haushalt gemäß § 92 der Hessischen Gemeindeordnung, der mit dem entsprechenden Überschuss abschließt, der ist, der sogenannte Liquiditätsbuffer. Ich habe Ihnen dargelegt, wie wir das im nächsten Jahr machen wollen, wie hoch er ist, sodass wir bereits zur nächsten Folie wechseln können. Daran erkennen Sie die Aufwendungen und Erträge in den vergangenen Jahren. Wir haben angefangen 2014 die Aufwendungen über den Erträgen in den darauffolgenden Jahren. Stellen Sie fest, dass der rote Balken unterhalb des grünen ist. Das ist also keine politische Hochrechnung an der Stelle, sondern das ist einfach der Farbgebung geschuldet. Und dass wir jetzt im kommenden Jahr diese 17 Millionen Liquiditätsbuffer entsprechend eingeplant haben, von dem wir ausgehen, dass er auch natürlich realistisch sein wird. Die Kreis- und Schulumlage. Dann gehen wir. Es liegt an mir. Die Kreiszuweisung stagniert, das sehen Sie hier auch. Die ist letztes Mal als angestiegen von 17 auf 18 und wird in 19 auf dem gleichen Niveau bleiben wie im Jahre 2018. Also darüber ist eine Abdeckung der erhöhten Aufgaben, die wir haben, nicht möglich. Die LWV-Umlage, dazu habe ich gerade eben etwas gesagt, steigt im Jahr 2019 an und sie wird vor dem Hintergrund der ansteigenden Zahl von Menschen mit Handicap in den nächsten Jahren auch weiter ansteigen, vollkommen unabhängig davon, wie der Landeswohlfahrtsverband organisiert ist, ob man dezentral oder zentral arbeitet, weil der allergrößte Teil dieser Mittel direkt insgesamt in die Einrichtungen fließt. Die Kreis- und Schulumlage-Grundlagen sehen Sie hier auf dem nächsten Chart. Auch da haben wir versucht, das stabil zu halten. Und wir halten es, was die prozentuale Zahl betrifft, stabil. Klar, weil die gesamte Grundlage sich erhöht hat, steigt natürlich in Summe auch das Geld an, das uns insgesamt zur Verfügung steht, das aber für die Maßnahmen verausgabt wird, die ich Ihnen gerade eben benannt habe. Schulumlage gilt das Gleiche. Wir können sie prozentual leicht zurückfahren an der Stelle, weil wir aufgrund des günstigen Zinsniveaus im nächsten Jahr nicht die kompletten Mittel verbrauchen werden oder den Tag brauchen, wie in diesem Jahr der Fall. Weiter. Die Personalaufwendungen steigen von 18 auf 19 massiv an. Auch da habe ich Ihnen gesagt, was im Wesentlichen die Grundlage dafür ist. Neben den Tarifsteigerungen, die wir über das gesamte Haus und über alle Bereiche außerhalb des Hauses haben. Aber da stecken dann zum Beispiel die Kosten auch drin, die unten das Bundesteilhabegesetz ab dem nächsten Jahr belastet werden. Übrigens spitz gerechnet nicht am 1. Januar, sondern verteilt auf das Jahr 2019. Kosten im Bereich der sozialen Sicherung, und zwar ohne den SGB-II-Bereich, also alles das, was wir im sozialen Sicherungsbereich leisten müssen, ohne aber die Gelder, die der Kreis aufwendet, gerade im Bereich der Kosten der Unterkunft im SGB-II. Da sind wir im SGB-II, da habe ich es gesagt, wir gehen im Moment davon aus, dass wir die KDU bei uns
stabil halten können. Das hat was mit der Erhöhung des Bundesanteils zu tun, der mittlerweile auf annähernd 40% angestiegen ist. 60% bleiben weiter bei uns. Gerade im Bereich der Aufstocker ist es so, dass der Streit natürlich nicht in dem Maße entlastet wird, wie er sich das gerne wünschen würde. Aber da habe ich schon ein Stück weit perspektivisch das Jahr 2020 im Blick und weiß nicht, ob wir dann die gleiche Zahl im Rückgang haben werden, damit die erhöhten Kosten pro Wohnung dann auch aufgefangen wird. Das werden wir im Jahr 2019 sehr, sehr genau beobachten, um davon nicht überrascht zu werden. Ja, das sind die Ausgaben im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Auch da haben wir mittlerweile ein Niveau erreicht. Sie sehen das nach den Jahren 2014-15, das einigermaßen stabil ist. Das zeigt natürlich auch auf, dass unsere Maßnahmen im präventiven Bereich greifen, dass wir, was wir vor Jahren angegangen sind, präventiv vor stationär insgesamt auf dem richtigen Weg sind und trotz steigender Fallzahlen wir sowohl Ausgabevolumen als natürlich auch Erträge stabil halten, aber im Bereich Ausgabevolumen, da gilt unser besonderes Hinblick auf. Entwicklung der Zinsaufwände, wir sind immer noch gut insgesamt dabei, das sehen Sie auch. Wir haben äußerst vorsichtig für 18 geschätzt an dieser Stelle. 19 gehen wir jetzt nochmal zurück und hin zum Rechnungsergebnis des Jahres 2017. Aber Sie sehen, dass dieser grüne Balken auf Null geschrumpft ist. Was das Thema Kassenkredite, das ist durch das Thema Hessenkasse, was uns da auf der einen Seite hilft, auf der anderen Seite, habe ich es eingangs gesagt, Liquiditätspuffer auch belastet. So, die wesentlichen Aufwendungen im berühmten Kuchen, jetzt nicht die Geburtstagstorte von Werner Schmidt, sondern es ist unser Aufgabekuchen im Kreis. Die Werner ist die Frage, wer kriegt denn ein Stück davon? Klar. Das hat sich auch seit Jahren, was die prozentuale Zahl insgesamt betrifft, überhaupt nicht verändert. Der Sozialbereich ist natürlich der in Umlagen, der am meisten bei uns im Hause letztendlich insgesamt ausmacht. Noch kurz ein Blick auf die Investitionen. Für 2019 sind wir hier gut 22 Millionen Euro vor. Das meiste, auch das habe ich genannt, im Bereich der Schulen, die geänderte Maßnahmen- und Dringlichkeitsliste geht Ihnen mit den Unterlagen für die Dezember-Sitzung zu, sodass Sie sehen können, wo es da Verschiebungen gibt und wo die Prioritäten unter Umständen leicht verändert worden sind. Und ja, bei der Neuverschuldung sehen Sie auch, dass wir die Vorgaben des RPs einhalten, um die Tilgung ohne Sonderprogramm und ohne KIP bei 15,242 und um die Darlehensaufnahme bei 15,212, dass wir an der Stelle auch gut insgesamt unterwegs sind. Ja, der Schuldenstand bleibt gleich. Sie sehen inklusive der Investitionsprogramme, deswegen leichte Erhöhung von 213 auf 215 Millionen und dann unten die Ablösung durch den Schutzschirm, auch das wird uns dann in den Folgejahren nicht mehr belasten. Und das war's. Herzlichen Dank. Damit haben Sie sowohl die inhaltliche Rede gehört, als auch die Präsentation. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Beratung des Haushaltes. Ich glaube, die Termine mit den Fraktionen sind ja auch zwischen uns allen bereits abgestimmt. Wenn es im Vorfeld dazu Nachfragen oder Erklärungswünsche gibt, stehen sowohl die Kolleginnen und Kollegen der Kämmerei als auch der Kreisbeigeordnete und ich Ihnen sehr gerne dazu zur Verfügung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Landrat. Damit darf ich feststellen, dass um 14.59 Uhr der Entwurf des Haushalts 2019 eingebracht ist. Wir kommen dann zur verbundenen Debatte, und zwar 18.271, 72 und 73 rufe ich auf, die Tagesordnungspunkte 2, 3 und 4, und frage, ob es hierzu Wortmeldungen gibt. Bitte schön.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Lassen Sie mich kurz einige Anmerkungen zu diesen drei Tagesordnungspunkten machen, die auf der Tagesordnung stehen. Zum einen die Neufassung der Gebührensatzung für die Gefahrenverhütungsschau, die unter dem Motto hier steht, einmal die Fortschreibung, dann eine Vereinfachung und eine Transparenz in der Gebührensatzung und auch die angemessene Berücksichtigung der Schwierigkeit der entsprechenden Objekte. Das ist aus unserer Sicht gelungen. Die Gebührensatzung ist in dem Maße für uns gesehen in Ordnung und findet unsere Zustimmung. Den Erwerb einer Liegenschaft, das kann man sehen aus dem nächsten Tagesordnungspunkt. Also hier geht es darum, dass man eine Halle erwirbt, die dazu dient, um Material des Katastrophenschutzes einzulagern und dementsprechend vorrätig zu halten. Das können Sie aus dem nächsten Tagesordnungspunkt erkennen. Da geht es nämlich um den Bedarfsentwicklungsplan des Landkreises, des Kreises Groß-Gerau. Das ist ein sehr umfangreiches Werk und ein sehr gelungenes Werk. Leider reicht die Zeit nicht aus, um sich hier in die Details und die Feinheiten zu verlieren, die für den Fachmann aber ohne weiteres und von hohem Interesse sind. Wir haben auf 104 Seiten eine sehr umfangreiche, detaillierte Darstellung der Gefahren, die in unserem Landkreis gegeben sind und den Maßnahmen bzw. den Einsatzmitteln, die dafür vorgehalten werden müssen. Eine umfassende Gefährdungsanalyse, zum Beispiel zum Thema Brand, Hochwasser, Massenanfall von Verletzten, Ausfall kritischer Infrastruktur, hier ist besonders das Thema Strom, das hier schon seit vielen Jahren in der Diskussion in der Fachwelt ist, was passiert, wenn wir einen großflächigen, länger andauernden Stromanfall in unserer Region bzw. in unserem Land haben. Das alles ist gut aufgearbeitet, gut dargestellt und letztendlich bietet dann die Fortschreibung bzw. der Maßnahmenkatalog und die Aufstellung der erforderlichen Anschaffungen eine Grundlage für die Bedarfsentwicklungsplanung dieses Kreises. Was man auch hier sehr gut sieht, ist, wie umfangreich und breit die Anzahl der Organisationen ist, die im Ehrenamt diesen Bedarfsentwicklungsplan bzw. unsere Sicherheit der nicht-polizeilichen Fahnenabwehr im Landkreis ermöglichen. Da sind Feuerwehr, DRK, DLRG, ASB, THW und so weiter genannt und man kann da eine Vorstellung bekommen, wie viele hunderte Ehrenamtliche dahinter stehen. An dieser Stelle auch an diesen Ehrenamtlichen, die ihren Dienst für die Gemeinschaft verrichten, unseren herzlichen Dank und zum Schluss den Dank an die Mitarbeiterinnen des Fachdienstes, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachdienstes, die diesen Bedarfsentwicklungsplan und diese Vorlagen erstellt haben. Eine gute Arbeit, wir werden diesen Vorlagen zustimmen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Thomas Bender. Das hätte ich eigentlich am Anfang sagen sollen, habe ich leider versäumt. Er ist sicherlich der, der aufgrund seines Hauptberufs am tiefsten in der Materie drinsteckt. Ich möchte allerdings damit niemand zu nahe treten. Im Thema Feuerwehrwesen insgesamt und Katastrophenschutz. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Tagesordnungspunkt 18.271, Gebührensatzung Gefahrenverhütungsschau. Wer diesem Tagesordnungspunkt zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Die gibt es nicht, dann ist dies einstimmig und Enthaltung so beschlossen. Tagesordnungspunkt 18.272, Erwerb einer Liegenschaft. Wer diesem Tagesordnungspunkt zustimmt, bitte Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen, damit ebenfalls einstimmig so beschlossen. Und Tagesordnungspunkt 18.273, Bedarfs- und Entwicklungsplan Katastrophenschutz. Wer dieser Vorlage zustimmen möchte, dann bitte ebenfalls um das Handzeichen. Gegenstimmen, Enthaltungen gibt es auch hierzu nicht, ebenfalls einstimmig so beschlossen. Dann darf ich aufrufen den Tagesordnungspunkt Drucksache 18.274, Aufstellung Jahresabschluss 2017 des Kreises Groß-Gerau. Hier haben wir nur Kenntnis zu nehmen. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall, dann stelle ich fest,
das wir hier mit Kenntnis genommen haben. Es muss auf den Tagesordnungspunkt 6, 18275, Rahmenkonzept Ombudsstelle nach dem SGB. Und ich darf fragen, ob es hierzu Wortmeldungen gibt. Ja, für die Linke offene Liste, Herr Marcel Weimuth, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, der vorliegende Beschluss sieht die Umsetzung des Rahmenkonzepts zur Einrichtung einer Ombudsstelle vor. Der Begriff Ombud bedeutet dabei Vermittler, Vertreter oder Bevollmächtigter. Er beinhaltet die Aufgabe einer Person in einer Organisation oder in der Öffentlichkeit bei bestimmten Themen eine ungerechte Behandlung von Personen oder Personengruppen zu verhindern, im Streitfall zu schlichten und möglichst eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen. In diesem Fall in der Vorlage hauptsächlich für die Bereiche des SGB II, 8, 12 und im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes. Eingeplant werden sollen die Kosten in Höhe von 16.000 Euro für das Haushaltsjahr 2019, welche sich aus der Ersteinrichtung und den laufenden Kosten für den Arbeitsplatz, aber auch der Aufwandsentschädigung zusammensetzen sollen. Der Mindestarbeitsumfang soll dabei wöchentlich 4 bis 5 Stunden betragen, der aber nach dem ersten Jahresbericht auf Nachfrage auch entsprechend angepasst werden kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem vorliegenden Antrag werden wir nicht die Welt verändern, aber wir werden den Kreis ein Stück weit besser machen. Momentan tut sich einiges innerhalb der Debatten um ein menschenwürdiges Sozialsystem. SPD und Grüne führen Debatten über die Überwindung und Abschaffung des Hartz-IV-Systems, die Linken in viel größerer Tragweite schon seit vielen Jahren führen. Auch das Bundesverfassungsgericht will am 15. Januar 2019 über die Sanktionspraxis der Jobcenter entscheiden. In Vorbereitung des Verfahrens hat das Bundesverfassungsgericht eine Reihe von Dritten um Stellungnahmen gebeten, darunter Wohlfahrtsverbände, Sozialverbände, Gewerkschaften und dem Verein Tacheles als Vertreter der betroffenen Organisation. Genauso aber auch Juristenverbände, juristische Fachvereinigungen und die Bundesregierung und ihre Vertreter. Und auch wir als Koalition im Kreis Groß-Gerau möchten die in unserem begrenzten Rahmen bestehenden Möglichkeiten nutzen, um Abhilfe zu schaffen. Denn immer mehr Menschen sind von Armut und Hartz IV bedroht. Und vor allem die Anzahl der Aufstocker, also derjenigen Menschen, die nicht von ihrer Arbeit leben können, wird immer größer. Der Druck auf die Jobcenter steigt und ebenso auf die Bundesregierung. Denn, meine Damen und Herren, Hartz IV bedeutet Armut per Gesetz und ist nie eine menschenwürdige Grundsicherung gewesen und wird es auch nicht mehr werden. Denn es ist überhaupt unser Sozialsystem, das in dem hiesigen Jobcenter eine Ombudsstelle nötig macht. Auch weil die Arbeit in einem Jobcenter eine höchst sensible ist, der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die gesetzgeberische Vorgabe gar nicht gerecht werden lösen können, sodass Konflikte vorprogrammiert sind. Im Jobcenter treffen sich eine Vielzahl unterschiedlichster Personengruppen. Menschen, die beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen können, oder Menschen, die ihre Arbeitsplätze verloren haben, ob aufgrund betriebsbedingter Kündigung oder weil sie ihren befristeten Vertrag nicht mehr verlängert bekommen. Alleinerziehende, die für ihre Kinder sorgen müssen, auch teilweise körperlich kranke Kinder und deshalb keine Arbeit nachgehen können. Oder auch Menschen, die arbeiten, wie ich es vorhin erwähnt habe, aber von dem, was sie verdienen, nicht mehr leben können und deshalb auf zusätzliche Leistungen angewiesen sind. Viele Menschen, die sich in einer zutiefst emotional schweren Phase befinden, weil sie für sich über viele Jahre selbst gesorgt haben oder nie gehofft haben, mal abhängig von Leistungen zu sein. Und weil sie auch wissen, dass Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger hochgradig in unserer Gesellschaft stigmatisiert sind. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich weiß, wovon ich rede und möchte mich auch deshalb nicht abstrakt halten. Auch ich habe vor vielen Jahren als Kind von Hartz IV leben müssen. Und ich erinnere mich noch gut daran, als meine Mutter vor vielen Jahren gesundheitsbedingt
ihren Job verloren hat und dass sich dadurch unser Leben erheblich verändert hat. Obwohl meine Mutter als Einwanderin immer nur als Kellnerin oder Reinigungskraft gearbeitet hat und man von diesen Bereichen nie vom großen Geldsegen sprechen konnte, hat sich doch durch den Leistungsbezug vieles verändert. Denn es macht doch einen Unterschied, ob man sein Geld selbst verdient oder von Hartz IV leben muss. Und ich erinnere mich daran, und ich gebe Ihnen da einen Aufzug. Ich erinnere mich daran, wie mein älterer Bruder mit 16 Jahren nach dem Realabschluss voller Stolz mit seinem ersten Ausbildungsvertrag nach Hause kam und meine Mutter ihm eine Woche darauf mitteilen musste, dass er seine gesamte Ausbildungsvergütung an sie abdrücken müsse, weil alles, was er verdient, nun ihr angerechnet werden würde. Und glauben Sie mir, meine Damen und Herren, es gab in dem Leben meiner Mutter keinen Moment, der ihr schwerer fiel. Denn sie war auf der einen Seite machtlos, weil sie ihren alten Beruf nicht mehr ausüben konnte, und beschämt, weil mein Bruder 2,5 Jahre lang seine Ausbildung ausübte, ohne jemals was von der Vergütung gesehen zu haben. Das sind Fälle, mit denen sie im Jobcenter konfrontiert sind. Eltern, die ihren Kindern gegenüber deutlich machen müssen, dass sie sich im Verzicht ausüben müssen. Kinder, die darauf verzichten müssen, auf einen Geburtstag zu gehen, weil eine Einladung bedeutet, dass sie dem Kind, das sie eingeladen hat, ein Geschenk mitbringen müssen. Wofür kein, ich komme dazu, Herr Kinder. Ich erzähle Ihnen, warum eine Geburtsstelle notwendig ist. Denn sie ist notwendig, weil diese soziale Situation zu einem enormen Konfliktpotenzial führt. Die Klassenfahrten kriegen Sie bezahlt, nachdem Ihre Lehrer vor der ganzen Klasse fragen, wo das Geld aber vom Amt bleibt. Fahren dann aber mit leerem Portemonnaie zur Klassenfahrt, was faktisch bedeutet, dass sie ausgeschlossen sind. Hartz IV bedeutet für viele Menschen auch nicht zu wissen, ob das Existenzminimum, von dem sie leben, noch zusätzlich gestrichen wird, weil sie Angst haben, irgendwo einen Fehler zu machen und deshalb sanktioniert werden können. Und meine Damen und Herren, wir können Kultur auch subventionieren. Zu 40, 50, 60% für Theaterkarten und Eintritte, bis uns die Rübe qualmt. Aber eine Person im Leistungsbezug, die in ihrem Kuchen nur 2 bis 3 Euro für Kultur zur Verfügung hat, wird dieses Angebot nicht annehmen können. Wir haben eine Ombudsstelle nötig, weil es eine enorme Diskrepanz zwischen der Bedürftigkeit der Menschen gibt, die im Leistungsbezug sind, und den Vorgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sie durch die Sozialgesetzgebung erhalten. Der Leistungsbezug ist nicht darauf ausgerichtet, den Mensch in den Vordergrund zu stellen, sondern den Mensch als Mittel zu sehen, das notwendig ist, um dem Arbeitsmarktbedarf zur Verfügung steht. Und ja, meine Damen und Herren, in den Situationen, in denen die Diskrepanz besonders groß wird, da gibt es auch Konflikte. Und da ist es besonders notwendig, dass wir eine unabhängige dritte Person haben, die vermittelt und den Ausgleich sucht, die auch deutlich macht, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Vorgaben haben und nicht Entscheidungen aus Willkür treffen. Auch wenn die Entscheidungen verständlicherweise oftmals nicht nachvollziehbar erscheinen. Aber auch typische Fälle wie Unterlagen, die verloren gehen, sodass der Weiterbewilligungsbescheid eben nicht fristgerecht eingeht. Oder der typische Fall des Fachinformatikers, der mal wieder in einen Computerkurs geschickt wird, um ihn aus der Arbeitslosenstatistik zu haben, führen zu einem enormen Konfliktpotenzial. Genauso wie nicht nachvollziehbare Sanktionen, die oftmals von Gerichten gekippt werden, was zu einem enormen Vertrauensverlust zwischen Kunden und Sachbearbeitern führt. Ja, wir erwarten von der Ombudsstelle viel. Und ja, wir haben hohe Anforderungen an die Person gestellt. Durch die Ombudsstelle sollen Schwachstellen, Fehlentwicklungen frühzeitig erkannt werden und behoben, sodass das Verständnis zwischen Bürgerschaft und leistungsbearbeitender Stelle proaktiv verbessert werden soll. Ob es gelingen wird, wir wünschen es uns. Und ob es gelingt, wird auch ein Jahresbericht, der dann nach dem ersten Jahr der Ombudsstelle folgen wird. Ich bin guter Dinge,
und freue mich auch, dass der Sozialausschuss der Vorlage einstimmig zustimmt. Kosten und Nutzen stehen in keinem Verhältnis und das im positiven Sinne. Denn der Nutzen dürfte um ein Vielfaches höher sein als die Kosten. Gerade im Bereich der Widerspruchsverfahren, die für den Kreis ein enormer Kostenfaktor sind, die sich aber durch eine gute Vermittlung frühzeitig vermeiden lassen, ist sogar eine enorme Kostenersparnis für den Kreis möglich. Und deshalb werbe ich, meine Damen und Herren, heute erneut für Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dieser Vorlage zustimmt, der bitte schon das Handzeichen. Das ist die linke offene Liste, Bündnis 90 Die Grünen, die SPD-Fraktion, FDP, FW-Fraktion, die CDU-Fraktion und die AfD gegenstimmen. Enthaltungen? Freie Wähler Bürgerliste und Herr Kürsten. Damit ist die Vorlage beschlossen.